What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 4 News Video auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, wie ihr es im Titel schon lesen könnt, geht es heute darum, dass scheinbar all die Black Ops 4 News Videos, die ihr bis jetzt gesehen habt, alle doch nicht gestimmt haben bzw. fake waren. Bevor ich näher auf dieses Thema eingehe, würde ich euch doch mal bitten, meinen Zweitkanal abzuchecken. Ich habe nämlich einen extra Fortnite-Kanal eröffnet, der jetzt, ich sage und schreibe, 6 Abonnenten hat. Deswegen würde es mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr Fortnite zockt, wenn ihr auf Fortnite interessiert seid, dort diesen Kanal abzuchecken, dort einfach mal ein Abo dazulassen. Wir können auch dort zusammen zocken und so weiter und so fort. Ich beantworte natürlich auch jedes Kommentar und so weiter. Ihr kennt das ganze Prozedere. Also, geht einfach hin. Drückt auf Abonnieren. Drückt auf Abonnieren bei meinem Fortnite-Kanal, Freunde. Geht sofort hin. Menschlich gesehen ziemlich abstoßen. Tja, Freunde. Auf jeden Fall Black Ops 4. Ja, in letzter Zeit gab es extrem viele News rund um Black Ops 4. Sei es soll sein wie Overwatch. Sei es habe keine Kampagne. Es gibt keine Killstreaks mehr und so weiter und so fort. Ich selbst habe auch viele Videos dazu gemacht, beziehungsweise 2 Videos dazu gemacht. Eine zum Battle Royale Modus, eine zum Overwatch-Vergleich. Und viele Leute haben sich darüber beschwert, haben gesagt, oh mein Gott, das wird der Tod von COD. Jeder hat sich auf Black Ops 4 gefreut und jetzt so eine Nachricht, das will auf jeden Fall keiner. Keiner wollte, dass es so wird, wie es in diesen News war. Aber Freunde, entspannt euch, Freunde. Es soll wohl doch so sein, dass das alles nur Fake war. Der Typ, der die ganzen Sachen geleakt hat, heißt Matt Harris. Im Hintergrund habe ich euch mal das Twitter-Profil von dem Burschen hier reingeblendet. Und der soll das alles gewusst haben. Naja. Okay. Also das Ganze war so von vorne schon so ein bisschen abstrus. Ihr seht das Ganze, der ganze Boy hier hat überhaupt nichts mit Treyarch zu tun, überhaupt nichts mit COD zu tun. Ist ein YouTuber mit 30.000 Abonnenten oder so. Und der hat diese ganzen News hier verbreitet. Auch Charlie Intel und so haben ihm geglaubt. Jeder hat ihm geglaubt, ganz YouTube war voll mit diesen News. Aber scheinbar ist das dann jetzt irgendwann aufgelöst worden. Er selbst hat auch eine Entschuldigung geschrieben, die ich euch jetzt auch mal im Hintergrund so einblenden werde. Wo er sagt, dass er alles, was er gesagt hat, ja, gelogen war. Und dass gar nichts davon stimmt. Das heißt, wir haben kein Black Ops 4, das wird wie Overwatch. Und wir werden auch, glaube ich, zu 100% eine Kampagne in Black Ops 4 haben. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, ich hätte mir ja nichts anderes vorstellen können. Man kann nicht einfach ein Spiel Black Ops 4 nennen, wenn es überhaupt nichts mit den anderen Black Ops Teilen zu tun hat von der Story. Das war von Anfang an schon unlogisch. Und das hat sich dann jetzt auch wohl bewahrheitet. Bewahrheitet? Gibt es das Wort? Das Einzige, was an den News dran war, war der Battle Royale Modus. Denn das ist aus mehreren Quellen, ja, bestätigt, dass Raven Software mit Treyarch zusammen an einem Battle Royale Modus arbeiten soll. Und das erscheint mir auch ganz logisch, weil wie gesagt, wenn man auf den Fortnite-Hype aufspringen will, auf den PUBG-Hype, dann muss man halt ein Battle Royale machen. Aber das als getrennten Modus von dem Multiplayer-Modus. Das heißt, wir haben eigentlich 2 Online-Modus, Modi, neben der Kampagne noch. Das heißt, ich beschwere mich da auf jeden Fall nicht. Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder zu den heutigen News. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr immer Black Ops 4 News so schnell wie möglich sehen wollt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Schreibt mal drunter, ob ihr jetzt erleichtert seid oder ob ihr die Anfangs-News gut fandet. Ich glaube, keiner fand die gut. Und ja, Freunde, dann sage ich mal hasta la vista. Vergesst nicht, meinen Fortnite-Kanal zu abonnieren. Ja. Macht euch ein schönes Wochenende und ich sage mal hasta la vista und bis zum nächsten Part.